Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Putzbrunn. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, this is the sound of Putzbrunn von der Barbara Dennerlein, Musikerin ihres Zeichens. Ich glaube, sie kann alles. Ja, von der Hammond-Orgel bis über Kirchenorgel, Schlagzeug, Gesang, alles kann's. Und da sind wir jetzt im Studio bei ihr, zu Hause in Putzbrunn. Und anschauen kann man sie auch noch, also rein äußerlich betrachtet. Das ist eine Kombination, musikalisch und auch noch schön. Danke. Ja, das ist eine Begrüßung, Barbara. Das finde ich super jedes Mal. Jedes Mal besuchen wir Barbara in Putzbrunn und da möchte ich so begrüßt werden. Erst einmal Servus, Habertiere. Ich habe gerade gesagt, diese Kombination aus Intelligenz, Schönheit und vor allen Dingen Musikalität. Ja, wir fangen gleich fett an. Jetzt werde ich aber gleich rot. Nein, das weißt du doch. Aber das ist doch ein Wahnsinn. Diese Kombination und dann bei einem Auftritt, also ich kann mir vorstellen, dass die Menschen dann schon auch zuhören. Schon. In der Regel, ja. Sogar begeistert sind. Soll vorkommen, dass das passiert. Meine Liebe, wir sind jetzt nur mal so in deinem Sende, also Studio. Aber dass wir mal also die Barbara Dennerlein ein bisschen beschreiben. Musikalisch betrachtet, Talent von Mama, Papa, wo kam es her oder eigenständig erwacht? Also mein Vater ist sehr künstlerisch begabt, also sowohl zeichnerisch als auch musikalisch. Der hat nur damals in seiner Jugend frustriert aufgehört. Er hat Piano, also Klavier gelernt, wollte Jazz spielen, durfte nicht vom Konservatorium aus damals. Und dann war ganz frustriert, hat er aufgehört. Und bei mir ging es los, als ich 11 Jahre alt war. Da habe ich von meinem Großvater eine kleine Orgel geschenkt bekommen. Mhm. Schuld, dass es eine Orgel war, war der Vater, weil der dachte, wenn ich keine Lust hätte, könnte er drauf spielen. Verstehe. Eigennutz, klar. Genau. Und ich wusste bis dahin auch nicht, dass ich eine Ader für Jazz habe. Vermutlich habe ich es zu Hause mitbekommen, weil meine Eltern haben viel Jazz-Schallplatten damals gehabt. Und ja, und so kam das dann zutage. Und als ich das erste Mal eine dieser wunderschönen alten Hammond-Orgeln, weit über 50 Jahre alt mittlerweile. Nein, wirklich? Ja, gehört habe, habe mich sofort verliebt in diesen Sound. Und das war dann mein Traum. Und ist es eigentlich noch heute? Wie verliebt bist du denn in dich selber? Also wie zufrieden bist du mit dir selber als Musikerin? Das ist ja auch etwas, oder? Bist du jemand, der schon auch ein kritischer Mensch ist mit sich selber? Echt? Steht einem das im Weg auch manchmal? Also ich bin sehr kritisch. Ich glaube, ich bin kritischer. Oder ich sag mal, jeder gute Künstler, denke ich, ist kritischer als seine Zuhörer. Weil man ist eigentlich seltenst zufrieden. Und oft geht es mir so, dass es mal einen Mitschnitt gibt und ich denke, ja, war nicht so toll. Und da war es dann doch gut oder viel besser, als man denkt. Also es ist klar, weil man möchte immer besser werden. Und das schließt einfach das Kritischsein sich selbst gegenüber mit ein. Aber wie war dann dein Werdegang? Also da ist ein 11-jähriges Mädchen, dann entdeckt sie hoppala, es geht in die Jazz-Richtung, dann entdeckt man, okay, das ist vereinbar mit Musikalität, mit Gesang und auch mit einer Bühnenpräsenz, kehre auch dazu. Gesang nicht. Nicht Gesang dazu. Tue ich mein Publikum nicht an. Das wäre aber mal eine interessante Kombination, wenn das dann mit der Band auch noch so wäre. Aber wenn man dann sagt, man traut sich auf die Bühne und schickt das nach vorne. Also wann war das da bei dir, zu sagen, ich mache das jetzt auch? Das war ganz schnell. Also ich habe, wie gesagt, mit 11 angefangen. Ich hatte 1,5 Jahre einen Lehrer, der zufällig auch diese Hammond B3 hatte. Und ich habe mit 12 schon die ersten Konzerte gegeben. Jung und oh Gott, echt? Und mit 15 eigentlich meine ersten festen Engagements in einem Münchner Jazzclub, in einer Pianobar. Da habe ich meine Ferien gespielt. Und da habe ich dann 14 Tage am Stück, jeden Abend mit Schlagzeuger und so. Also cool. Das ging sehr früh bei mir los, ja. Und dann spezialisiert man sich auf sich alleine, mal ein bisschen so solo und dann kommt die Band dazu. Also muss ich widersprechen. Warum? Weil ich habe eigentlich viel mit Band erst angefangen. Also ich habe schon ganz früh mein Quintett gehabt mit 3 Bläsern, Schlagzeuger und so weiter. Also du bist nicht vom Kleinen ins Große, sondern gleich groß. Eben, das war der Weg bei dir. Also ich habe immer meine eigenen Bands gehabt. Das musste damals auch sein, weil erstens hat keiner von den Musikern Lust gehabt, Organisten zu engagieren, weil da hätte man die schwere Orgel tragen müssen. Verstehe. Und ich habe immer schon selber auch komponiert und wusste, was ich halt mir vorstelle.
vorgestellt habe. Und so habe ich mir immer die Musiker gesucht. Und erst viel später habe ich eigentlich angefangen, den Schritt hin Solo zu spielen, weil das machen eigentlich keine Jazzorganisten. Die spielen meistens mit Schlagzeuger oder noch Saxophonist, Gitarrist dabei. Und ich habe das dann irgendwann angefangen. Dann kam die Kirchenorgel, die Pfeifenorgel, die Konzertorgel. Und da habe ich dann auch sehr viel Solokonzerte gegeben. Aber halt auch im Gegenteil mal mit philharmonischem Orchester hatte ich auch das Glück. Das ist ja interessant, weil ich dachte, das ist immer so, man geht vom Kleinen ins Große, aber dann, aber jetzt sind wir Solo. Wir sind bei Barbara Solo. Kannst du was anspielen zum ersten Teil hinaus? Ja. Ich einfach mal so den Sound von der wunderbaren Hammond-Orgel. Ja. Das wird immer noch vielleicht so einfangen. Mal schnelleres, ein Boogie oder so. Oh, ein Boogie ist cool. Ja, wirklich gerne. Aus der Feder von Barbara Dennerlein. Aus Putzbrunn. Gleich sind wir wieder da. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Putzbrunn. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, bei Barbara Dennerlein, liebe Zuschauer hier in Putzbrunn, Ortschaft der Woche, da dürfen wir auf die Beine schauen. Da sieht man erst einmal, diese Frau braucht kein Training, braucht kein Spinning, die braucht kein Workout. Das macht sie an ihrer Hammond-Orgel. Unglaublich. Ich wüsste nicht mal, wo ich da hindotsch. Barbara, sag mir, dass du auch mal Fehler spielst. Gibt's? Na, hoffentlich nicht vor. Spielst du, vergreifst du dich mal? Nimmer, oder? Ab wann hört das auf? Wo man wirklich weiß, ich bin mir so sicher, das ist eine Symbiose. Niemand unfehlbar, gell? Also das will ich jetzt nicht behaupten, aber in der Regel passiert das nicht, weil das muss so, das ist wie Tanzen. Also was passiert, wenn du neilangst? Was passiert, wenn du loslegst, wenn du in eine Taste greifst? Was passiert bei dir da? Das macht mir Freude und dann bin ich total in der Musik. Also ich habe meistens die Augen zu und ja. Ich liebe einfach diesen Sound und den Groove. Und, ja. Gibt es Vorbilder? Gibt es Musik, die dich begeistert hat? Welche Ära, welche Phase ist so Barbaras Weg, roter Faden, der sich bei dir durchzieht? Naja, also als ich angefangen habe, war ich natürlich erstmal sehr mit Swingmusik, also so American Songbook, habe viele Standards damals gespielt. Dann habe ich angefangen zu komponieren, habe Charlie Parker, Dizzy Gillespie, den Bebop entdeckt, dann kam der Funk dazu, dann Latin und ich wollte einfach eine große Bandbreite und dann ist mir das Komponieren immer wichtiger geworden. Also ich schreibe auch viel so mit ungeraden Taktdaten und sowas und heute spiele ich fast nur Eigenes. Dann wollen wir mal rüberhören, weil du hast ja auch noch, das Studio ist ja auch noch da, also die Kompositionen, die bei dir auch noch stattfinden. Wie bist denn du so als Bandleaderin? So als meine Musiker fragen. So als Selbsteinschätzung würde mich das echt einmal interessieren. Also was ist dir wichtig, wenn du mit der Band unterwegs bist? Also wichtig ist für mich, dass ich mit Leuten arbeite, mit denen es Spaß macht. Ist ja klar, weil wir Jazzmusik lebt von der Improvisation und von der Spontanität. Und da muss man mit jemand auf der Bühne stehen, wo die Chemie stimmt und wo man sich gegenseitig inspiriert. Und das ist ganz wichtig, dass das persönlich klappt, dass das ein tolles Niveau ist, musikalisch. Ja. Also ich habe ja wirklich mit den besten Jazzmusikern der Welt, möchte ich sagen, schon gespielt. Mal auf die Internetseite schauen, der schlackert ihnen die Ohrläufung. Das ist echt so. Ja, ist ja so. Kann man ja mal sagen. www.barbaradennerlein.com Haben wir schon drinnen. Spiel mal an, weil deswegen ist sie mit diesen großartigen Musikern zusammen gewesen und ist sie immer noch. Das dauert jetzt kurz, weil der... Kein Problem. In der Zeit kann ich mal gerne mal fragen, was ist, wenn... Passiert bei dir keine... Passiert bei dir keine Musik auch mal? Also ist es keine, nein, jeder Tag ist Musik bei dir? Ja. Es ist ja so, ich mache ja auch selber die Buchungen und alles und das ist irre viel Arbeit.
viel, viel unerquickliche Schreibarbeit, was halt alles dazu gehört. Das kann den kreativen Prozess mal ein bisschen stören, ja, oder? Ja, es ist nervig, aber es gehört halt dazu. Und ich habe mich schon vor Jahrzehnten entschieden, dass ich das nach wie vor selber mache, weil ich dann selber meine Freiheit habe. Freiheit ist mir ganz wichtig, musikalisch als auch sonst. Und wenn ich halt selber buche, dann weiß ich, wo ich spiele. Ich kann selber entscheiden, ob ich das will und weiß genau, um was es geht, was wichtig ist. Und ja, redet ja keiner nein. Über Barbara ist dann Barbara, ne? Richtig, ja. Ist klar. Genau. Und da bist du dann, da sitzt man dann. Auch das ist Musik, liebe ja, das Zuschauer. Gehört auch dazu. Das ist auch Arbeit. Das sind Spuren. Sehr gut. Das hat die Frau Schieder schon mal gecheckt. Das kenne ich aus dem Schnittprogramm. Allerdings weiß ich da nicht, was drauf ist, also wie sie es anhört. Neu. Ja, das wird meine nächste CD und DVD. Das ist jetzt auch ein Solokonzert, das ich in Schweden gegeben habe. Wo bist du eigentlich überall unterwegs? Was ist für sich die spannendste Region? Gibt es Regionen, die dem Jazz mehr zugetan sind als andere? Ja, man hat ja immer gemeint, Amerika wäre das Land für den Jazz. Es bedingt stimmt's, aber da hat sich viel geändert. Also die europäische Jazzszene, die ist schon unheimlich spannend und vielseitig geworden. Also es gibt überall tolles Publikum, egal in welchem Land. Und deswegen, mir ist es eigentlich völlig egal. Ich gehe da gern hin, wo einfach die Leute begeistert sind und meine Musik hören wollen. Passiert es auch, dass Barbara vielleicht eine Erinnerung hat an einen Auftritt, wo man gemerkt hat, das Publikum ist nicht da? Ich krieg's nicht. Oder ist dir das noch nie passiert? Das kenne ich. Das gibt's manchmal, dass die Leute erstmal reserviert sind oder vielleicht sich auch in einem Konzertraum nicht so wohl fühlen. Aber ich kann eigentlich ganz gut sagen, dass ich es immer geschafft habe. Aber manchmal kostet es mehr Energie, weil man gibt was und im Idealfall kommt was zurück und dann gibt es so einen Austausch mit dem Publikum. Kriegt man das gleich im selben Moment zurück? Oder erst später? Im Idealfall schon. Also wenn alles passt, ist es so. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen, bis die Leute locker werden, bis sie warm werden. Ich spreche auch viel mit den Leuten, erzähle was über meine Musik und versuche auch dadurch halt die Nähe zu schaffen und ihnen das auch nahe zu bringen. Barbara, das war uns ein Fest. Barbara Dennelein. Ja. Wir lassen mit diesen Klängen diese Sendung ausklingen. Putzbrunn. Und ich wünsche dir alles Gute. Das ist ja nett. Vielen Dank. In diesem Sinne, Servus, bis zum nächsten Mal. Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Putzbrunn. Wechseln Sie jetzt!